Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol bin am Ende mit meinem quasi der werden, allererste ja. Schritt, die kritischen Blutungen oder sie wurde der Länge alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen, nämlich das Thema Beatmung. Wir haben ja tatsächlich in früheren Folgen auch schon mal so ein bisschen über Atmung und Atemprobleme gesprochen. Heute möchten wir den Fokus ein bisschen auf die Beatmung als solche legen. Und dazu dachte ich mir, gehe ich nochmal so ein bisschen auf die Eskalationsstufen ein, die passieren, bis wir zum Punkt der Beatmung kommen. Also wenn wir jetzt Patienten haben, die in irgendeiner Form ein Problem mit der Atmung, mit den Atemwegen haben, dann stehen uns ja verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, wir können über atemerleichternde Haltungen arbeiten. Wir können darüber arbeiten, beispielsweise beengende Kleidung zu entfernen, Fenster aufmachen. Das sind so die Basics, ohne überhaupt Technik auszupacken. Darüber hinaus können wir natürlich Sauerstoff geben. Und zur Sauerstoffgabe haben wir dann die Möglichkeit, das beispielsweise über so eine Nasenbrille zu machen oder tatsächlich über eine Sauerstoffmaske. Und jetzt kommen wir schon langsam in unsere Eskalationsstufen rein, denn es ist auch möglich, beispielsweise über unsere klassischen Beatmungsmasken und unsere Beatmungsbeutel erstmal nur Sauerstoff zu geben. Das heißt, wir können auch damit Sauerstoff erstmal nur quasi als Gas zur Verfügung stellen zum Patienten. Aber natürlich als nächsten Schritt haben wir dann die Möglichkeit zu beatmen. Das sind dann Dinge, die wir beispielsweise aus der Situation Reanimation oder Ähnlichem kennen. Da haben wir dann die Option, eben eine Maske-Beutel-Beatmung zu machen oder ganz ohne Technik im Zweifelsfall Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase. Und wenn wir dieses Ganze noch so ein bisschen weiterspinnen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir nicht nur Maske-Beutel benutzen, sondern tatsächlich auch eins weitergehen und unsere supraglottischen Atemwegshilfen verwenden. Hinter diesem Begriff steht nichts anderes als das, was wir als Larynx-Tubus im Angebot hatten, oder jetzt auch in weiterer Zukunft Larynxmasken oder die von uns verwendete IGEL-Maske. Das sind alles noch nicht ganz richtige Intubationen, aber es sind zumindest Atemwegshilfsgeräte, die im Rachenraum zum Liegen kommen und eben auf diese Art und Weise sicherstellen sollen, dass die Luft problemlos aus unserem Beatmungsbeutel eben hinein bis in die Lunge geht. Das Ganze lässt sich dann natürlich noch weiter eskalieren, das heißt später entsprechend geschultes Personal hat die Möglichkeit, die endotracheale Intubation durchzuführen. Das bedeutet dann nichts anderes, als eben diesen Beatmungsschlauch direkt bis in die Luftröhre zu schieben und dort fest zu blocken, dass er dort bleibt und eben alles luftdicht verschlossen ist, dass nur Luft zwischen Beatmungsbeutel oder später Beatmungsmaschine und eben der Lunge hin und her bewegt. Das ist so, wenn man sich überlegt, diese Eskalation, die wir zur Verfügung haben, wenn es darum geht, zu beatmen. Und was genau das jetzt eigentlich von dem unterscheidet, was wir normalerweise im menschlichen Körper haben, das kann Nils nochmal erklären. Ja, wenn wir kurz rekapitulieren, wie grundlegend so unser Atmungsorgan aufgebaut ist, ne, dann ist das die Lunge. Und ihr erinnert euch vielleicht, die ist über so einen Pleuraspalt, in dem eigentlich so ein Unterdruck herrscht, an den knöchernen Oberkörper, an den knöchernen Thorax festgeklebt. Ja? Dieser Pleuraspalt ist gut und wichtig. Der sorgt für so eine gewisse Verschiebeschicht, also dass es nicht wirklich fest verklebt ist. Das versorgt dafür, dass die Lunge einfach da schön stabil drin ist, aber gleichzeitig sich noch da drin bewegen kann. Wie kommt das jetzt, dass wir atmen? Ganz grundlegend, wir haben erstmal ein Atemzentrum, das sitzt in der Medulla oblongata, das ist so das verlängerte Rückenmark, das sitzt schon im Kopf drinnen. Es ist auch ein Unterschied zum Rückenmark, es ist also schon ein Teil des Gehirns, ein sehr früher Teil des Gehirns, der reguliert einfach nur automatisch, damit ihr nicht dran denken müsst, muss ich gerade einatmen, muss ich gerade ausatmen und in welcher Frequenz. Das sorgt also nur für den Atemantrieb. Ja, dann gibt es dann einen Nerv, der zieht zu den Muskeln, die wiederum für die Atmung wichtig sind. Der wichtigste Muskel für die Atmung ist das Zwerchfell. Das wisst ihr alle, der Muskel, der unterm knöchernen Thorax sitzt, der trennt Bauch von Oberkörper ab. Ja? Der ist der wichtigste Muskel dafür. Der wird von einem ganz bestimmten Nerven innerviert, also versorgt und zur Anspannung gebracht, bei dem wir uns immer Sorgen machen, wenn wir um Halswirbelsäulenverletzungen sprechen. Wie funktioniert das jetzt? Grundlegend ist es so, die Lunge an und für sich hat die Eigenschaft, die zieht sich wie so ein Luftballon zusammen.
Die will eigentlich gar nicht mit Luft gefüllt sein. Die zieht sich immer schön nach innen zusammen. Ja? Jetzt ist die von außen festgeklebt, wie gesagt, an der Lunge und nach an der Lunge, sage ich schon, an dem knöchernen Thorax und nach unten ans Zwerchfell und kann deswegen nur bis zu einem gewissen Punkt sich zusammenziehen. Wenn wir jetzt einatmen, zieht sich das Zwerchfell nach unten aktiv und der knöcherne Thorax nach außen aktiv durch die Muskeln zwischen eben unseren Rippen, ja, und dehnt damit die Lunge auf. Und wenn die Lunge sich dehnt und alles da oben frei ist, dann zieht sich die Luft entsprechend rein. Wir können also einatmen. Und wenn wir dann fertig sind mit Einatmen, entspannen sich diese Muskeln und absolut passiv atmen wir also wieder aus. Genau so funktioniert unsere Atmung. Einatmen ist ein aktiver Prozess. Ausatmen ist ein ziemlich passiver Prozess. Das kann man noch verstärken, wenn man jetzt, ihr wisst das, ne, wenn ich Bauchpresse mache, wenn ich den anspanne, kann ich ganz schnell ausatmen, das geht. Aber grundlegend ist das gar nicht notwendig. Wenn wir uns jetzt die Beatmung einmal anschauen, drehen wir das ganze Prinzip um. Weil wenn wir jemanden beatmen, dann ist das ja nicht so, dass wir irgendwie aktiv den Thorax nach außen ziehen und durch Unterdruck Luft nachgezogen wird, sondern wir erzeugen von außen einen künstlichen Überdruck über die Maske, über den Tubus, den wir drin haben, Mund zu Mund, genau das gleiche Prinzip. Wir erzeugen einen künstlichen Überdruck und drücken damit den Thorax weg. Das heißt, anstatt eine Unterdruckbeatmung, wie sie physiologisch existiert, haben wir plötzlich eine Überdruckbeatmung. Wir pusten diesen Menschen also auf. Wenn wir das an einer Maschine einstellen, haben wir da grundlegend zwei Optionen. Wir können das druckkontrolliert machen oder volumenkontrolliert. Das heißt, wir können der Maschine sagen, sie soll ein bestimmtes Volumen immer in den Patienten reingeben, immer 500 Milliliter zum Beispiel. Oder wir können sagen, sie darf bis zu einem bestimmten Druck gehen. Das macht tatsächlich am Ende einen Unterschied. Ja? Was versuchen wir damit zu steuern? Wir können natürlich ganz viel reinpusten. Dann kommt auch in jeden existenten Bereich der Lunge Luft. Das Problem ist, die Lunge wird dann mitunter auch mehr aufgepustet als zuvor. Im Extremfall kann sie tatsächlich auch platzen. Das ist eine Überblähung, dann geht also diese feine Struktur der Lunge kaputt und verloren. Ungesund, nicht schön, wollen wir nicht. Wenn ich zu wenig beatme, also sehr wenig Volumen oder einen sehr niedrigen Druck einstelle, dann kommt es aber so, dass ich natürlich auch wenig Luft in die Lunge bringe. Ich habe also wenig frisches Gas. Ich kann nicht viel Sauerstoff aufnehmen und der Patient kann natürlich auch nicht viel CO2 abgeben. Das heißt, es gibt unbelüftete Bereiche der Lunge, die dann auch noch infektiös gefährdet sind. Und in diesen beiden Grenzen, zu viel Luft, zu wenig Luft, versuchen wir uns bei der Beatmung dann eigentlich also zu bewegen. Letzten Endes, glaube ich, kann man immer sagen, wenn etwas nicht ganz so läuft, wie es von der Natur vorgesehen wurde, besteht immer das Potenzial, dass dabei irgendwas schief geht oder dass dabei irgendwas kaputt geht. Und natürlich ist auch Beatmung ein Prozess, der nicht spurlos an so einem menschlichen Körper vorübergeht und der natürlich auch negative Auswirkungen hat. Das heißt, zum einen, Nils hat ja schon so ein bisschen die Physiologie, die Beatmung beschrieben. Wenn wir jetzt viel zu dolle reinpusten, dann haben wir natürlich immer die Gefahr, dass wir eben durch dieses Überblähen mechanisch, also Schäden am Gewebe verursachen durch unsere Beatmung. Zusätzlich dazu, ganz am Anfang hatte ich ja die Prozesse beschrieben, wie wir einen Tubus in die Luftröhre reinschieben. Das heißt, auch da besteht die Möglichkeit und die Gefahr, dass allein durch die Materialien, die wir verwenden, mechanische Schäden in den Atemwegen entstehen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von diesem zu viel reinpusten weggehen zu diesem zu wenig reinpusten, entstehen dann natürlich in der Lunge auch Bereiche, die gar nicht so gut beatmet und so gar nicht so gut belüftet sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist dann da in der Lunge? Da ist ein warmer und feuchter Bereich mit wenig Luftzirkulation. Das ist der ideale Nährboden, um eben Keime anzusiedeln. Das heißt, auch da erhöhen wir natürlich das Risiko, dass es zu Infektionen kommt, die sich im schlimmsten Falle irgendwann auf den gesamten Körper ausweiten können. Das heißt, wir können mit Beatmung durchaus auch Schäden anrichten und das muss uns bei sowas bewusst sein. Eine andere Sache, die dabei entsteht, ist der Druck, den wir überhaupt insgesamt im Brustkorb entstehen lassen. Das heißt, durch die Beatmung, die wir durchführen, erhöhen wir den Druck im Brustkorb und alle Cracks der menschlichen Anatomie unter euch wissen, dass unsere große Hohlvene genau hier im Brustkorb läuft und durch den Druck, den wir erhöhen, vermindern wir den Rückfluss über die Hohlvene und damit ist nicht nur die untere, sondern auch die obere gemeint. Das heißt, beim Herzen kommt weniger rückfließendes Blut an und durch weniger Blut, das ankommt, reduziert sich logischerweise auch die Menge an Blut, die das Herz wieder rauspumpen kann. Das heißt, durch unsere Beatmung vermindern wir das Schlagvolumen des Herzens, also die Menge an Blut, die rauskommt. Zusätzlich dazu
vermindern wir durch diesen Rückfluss auch den Rückfluss aus unserem Schädel zurück in unseren Körperkreislauf, was dazu führt, dass Beatmung auch eine Erhöhung des Hirndrucks verursachen kann. Also alles in allem, wenn man sich das so anguckt, ist die Beatmung nicht das Gelbe vom Ei. Und einfach so zu sagen, Mensch, nur weil jemand nicht atmet, ersetzen wir das mit einer künstlichen Beatmung und das ist gleichwertig, wäre halt falsch. Das heißt, wir müssen immer wissen, aha, es gibt Probleme durch die Beatmung, um die wir uns dann im Verlauf auch kümmern müssen. Natürlich muss man auch sagen, für uns als Sanitäter in unserem normalen Einsatz ist es eigentlich eher selten, dass wir uns mit Langzeitfolgen von Beatmung auseinandersetzen müssten. Es würde mich sehr wundern, wenn das irgendwann passieren sollte. Von daher ist auch nicht alles so schlecht, wie ich es vielleicht gerade geredet habe. Genau. Zurück zu Nils. Genau, Langzeit nicht, ne? Aber gerade das Überblähen ist halt was wir kurzfristig auch mit mal schnell in der Reha oder so schaffen können oder wenn mal jemand insuffizient atmet, das kann ja uns durchaus auch mal entgegenkommen. Ja, was können wir zusammenfassend sagen? Eigentlich ist so eine künstliche Beatmung nicht besonders gesund, aber es ist halt manchmal notwendig. Man versucht es so lange, wie es geht, zu vermeiden. Wenn sie es nicht vermeiden lässt, müssen wir das eben künstlich übernehmen. Die Atmung ist und bleibt, das wisst ihr absolut, essentiell für unser Überleben. Ja, also ohne das schaffen wir es nicht. Und auch eine ausreichende Atmung, ja, also mit ausreichendem Gasaustausch. Wie macht man das dann? Es ist ein Spiel der Parameter. Man versucht irgendwie alle Nachteile auszugleichen, sodass möglichst wenig Nachteil, möglichst viel Vorteil entsteht. Man arbeitet da ganz oft im Krankenhaus eben auch zusammen mit Physiotherapeuten, mit speziellen Atemtherapeuten, die quasi nichts anderes machen, als sich um die Beatmung zu kümmern. Um minimale Schäden zu erhalten. Soweit zur Beatmung, so ein kleiner Galoppritt durch die Beatmungsmedizin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und drückt unbedingt die Glocke, damit ihr mitbekommt, wenn das nächste Video von uns da ist. Tschüss!